Servus, Mahlzeit und hallo. Mein Name ist Christian Schlegel. Wir haben Freitag, den 15. Mai. Es ist 19 Uhr, wenn ich diesen Film beginne. In diesem kleinen Clip geht es um den DAX. Wie jeden Freitag. Ich hoffe, es geht euch gut. Und wir gucken uns jetzt mal hier die Mühle an. Mal schauen, was wir da so rausholen können. Gleich eins vorab, es ist nicht einfach. Ja, ich meine, es ist nie einfach. Der Begriff Börse und einfach, das werden Sie von mir nie hören. Ja. Aber es ist, manchmal ist es etwas offensichtlicher, sagen wir es mal so. Hier ist momentan gar nichts offensichtlich. Also, fangen wir von vornherein an. Die Herangehensweise ist ja immer die gleiche bei mir. Von den Bändern her sind wir relativ eng schon wieder. Ja. Vergleichen Sie mal die Bänder, ich mache mal das Fadenkreuz hier weg, die Bänder mit denen hier oder so. Oder da. Ja, wir sind ganz grob 900 Punkte auseinander zwischen dem oberen und dem unteren. Das ist normal. Das ist okay. Da kann man nicht meckern. Es gibt kein Signal. Die Mitte der Bänder, was ja die 20-Tage-Linie ist, liegt momentan bei 10.648 und die korpuliert da mit der 10-Tage-Linie. Lassen wir sie das mal fertig machen. Es gibt noch kein Verkaufssignal. Ja, die 10er ist dabei, die 20er zu brechen, aber das ist für mich noch nicht deutlich. Ja. Ja, das ist ein Doji, allerdings falsch platziert. Der gehört hier unten hin. Das gefällt mir wiederum ganz gut. Das ist von gestern, vom Donnerstag, die Kerze. Ja? Außenband raus, ins Band rein. Und wir schließen heute, wenn nur unwesentlich, aber wir schließen etwas höher. Ist zumindest nicht negativ. Jetzt sehen Sie hier diese beiden fetten Linien. Einmal oben und dann sind wir bei 11.236. Das ist ein sehr wichtiger Chartpunkt, dieses Hoch hier. Und diese 10.140, da hat der Freund aber mal mehr oder weniger im allerletzten Moment nochmal nach oben Gas gegeben. Ja. Würde der hier durchgehen, hätte er sämtliche Lows hier unterboten. Er ist teilweise drunter, aber hat auch wieder drüber geschlossen. Sehr gut, sehr fein, alles fein. Das heißt, diese beiden Punkte, die 11.236 und die 10.140 mit Schlusskurs, sind Kauf- oder Verkaufssignal. Rein vom Chart her. Das MACD ist weiterhin negativ. Wir sind zwar um die Nulllinie herum, aber es ist immer noch leicht negativ. Ich habe hier keinen positiven Aspekt und die Stochastik, die Slow-Stochastik, ist immer noch nach unten gerichtet, auch noch nicht positiv. Also ich habe hier bestenfalls neutral. Ich habe hier einen schönen Support, auf jeden Fall, aber ich habe kein griffiges Signal, kein wir drehen hier unten hoch oder wir bauen hier ein neues Histogramm auf oder wir tendieren weiter über die 20-Tage-Linie, habe ich nicht. Das ist ein Markt, der braucht Geduld, der muss noch reifen, das ist mir alles viel zu früh. Von den Fibonaccis, das ist als letztes, wir sind ja hier runtergekommen, ziehe ich euch das jetzt mal hin, dass ihr seht, wie ich das mache. Ich ändere jetzt hier nicht die Vorzeichen. So, wir sind jetzt diese Bewegung habe ich weggelassen, jetzt bin ich in dieser Bewegung drin und wir haben von dem Hoch, sind wir runter, jetzt ist es hier natürlich falsch, auf das 38,2er gestern, quasi à point. Wir können sogar noch auf das 50er gehen, das wären aber schon 9.729, glaube ich jetzt erstmal nicht. Also zumindest nicht für die nächsten ein, zwei Tage, es sei denn, es passiert wieder irgendwas Wildes. Also wir haben jetzt erstmal diese Unterstützung hier gesehen. Für mich ist der Markt neutral. Ich zeige Ihnen aber gern ein paar Scheine, die ihr machen könnt, wenn ihr sagt, nee, 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 ich will zocken, ich will da rein, ich will was machen. Der Emittent für Optionsscheine im Index, also für KOs im Index, ist meiner Wahl, ist nach wie vor Goldman Sachs. Ich weiß, dass die manchmal auch Preise stellen, da sind dann 50, 60 Cent Spread zwischen Geld und Brief, aber alles in allem finde ich nach wie vor, die machen einen hervorragenden Job. Und ich vergleiche das immer wieder. Ich habe jetzt für euch den hier ausgesucht. 9.837. Da sind wir irgendwo hier. Also unterhalb von dieser Linie hier. 9.837 wäre der Schein meiner Wahl, wenn wir es wirklich schaffen, irgendwie mal hier über die 20-Tage-Linie zu gehen, vielleicht über das obere Band. Da könnt ihr auch enger gehen, aber das ist Geschmackssache. Ich werde immer wieder ein bisschen kritisiert, weil ich zu hohe Hebel nehme. Dieser wäre heute hier und jetzt 16. Wenn er denn drankommt, ist er irgendwo bei 9. Also für mich persönlich wäre das eine zu langweilige Option. Ich gehe da lieber ran und hole mir einen größeren Hebel. Wie auch immer, 16er Hebel, 9837er Basis, ist von Goldman Sachs die Gustav Cäsar 148S. GC148S. Das ist für den Weg nach oben. Jetzt schauen wir mal nach unten.
Die Basis für einen Put sollte liegen hier hinter oder hinter der 11.000. 11.000 ist okay, also ich kann hier den Hebel ein bisschen hochziehen. Jetzt muss ich mal schauen, komm auf den hier, das ist in Ordnung. Da sind wir aber auch beim 19er Hebel, so viel anders ist der nicht. Ja? Da sind wir also hier hinter, dahinter. 19er Hebel mit der Basis 11.042 von Goldman Sachs ist die Kennnummer Gustav Cäsar 3, Qualle 8L, GC3Q8L. Ich wünsche euch ein Happy Trading, eine fette Beute, haut rein und bleibt gesund. Bye bye.